Drei Frauen und zwei Männer mussten sich heute wegen eines besonders schweren Delikts vor dem Zwickauer Amtsgericht verantworten. Es ging um Freiheitsberaubung, teilweise in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Der Fall ereignete sich im August letzten Jahres in der Leipziger Straße in Krimmitschau und sorgte für großes Aufsehen und Schlagzeilen. Den fünf Angeklagten wird eine gemeinschaftliche Freiheitsberaubung zur Last gelegt. Sie sollen eine junge Dame über mehrere Stunden, beginnend ab dem späten Vormittag, gegen deren Willen in einer Wohnung in Krimmitschau festgehalten haben. Die fünf sollen der jungen Frau vorgeworfen haben, dass sie ein Verhältnis mit dem Ehemann eines der anwesenden Frauen hätte und was sie hätte aufklären sollen. Und um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, sollen sie die Geschädigte mehrfach geschlagen haben, sowohl ins Gesicht als auch auf den Körper, und sie so gezwungen haben, in der Wohnung zu bleiben. Ihr Opfer, mittlerweile Mutter eines 3 Monate alten Babys, war als Zeugin geladen und erschien in Begleitung ihres Freundes. Da zwei der Angeklagten vor der Hauptverhandlung noch keine 21 Jahre alt gewesen waren, fand der Prozess vor dem Jugendschöffengericht statt. Die Angeklagten sind zwischen 19 und 25 Jahre alt. Bei den Angeklagten, die noch unter 21 sind, kommt grundsätzlich die Anwendung von Jugendstrafrecht in Betracht. Bei den Erwachsenen beträgt der Strafrahmen bis hin zu 5 Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Bei den Heranwachsenden könnte es unter Anwendung von Jugendrecht gegebenenfalls auch zu einer Arbeitsauflage oder Ähnliches kommen im Falle einer Verurteilung. Die gab es dann tatsächlich nach 3 Verhandlungsstunden. Alle 5 Angeklagten wurden wegen gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung verurteilt, 2 der Beschuldigten zusätzlich noch wegen Körperverletzung. Das Gericht verhängte Geldstrafen zwischen 600 und 2.000 Euro.